Vorfeld unter Plaudern, da können Sie Fragen stellen gerne während des Talks. Und dann nehmen wir die gerne am Schluss nochmal nach dem Impulsvortrag von Gabriela. Jetzt übergebe ich erstmal und viel Spaß. Ja, vielen lieben Dank, Mareike, für die Begrüßung. Und ich sage auch Hallo zusammen in der Runde und bin sehr happy darüber, dass ich heute hier referieren darf. Und gerade im Rahmen dieses Festivals, in dem es darum geht, die Überlegungen zum Campus der Zukunft gemeinsam zu besprechen, finde ich das Thema Empowerment sehr, sehr wichtig im Hinblick auf Internationalisierung. Ich werde gleich erstmal ein wenig über mich erzählen, damit Sie wissen, mit wem Sie es hier zu tun haben, woher ich die Erfahrungen eben mitbringe, die ich heute berichten werde. Bitte verzeihen Sie mir, die Präsentation hat sich ein wenig verzögert durch die Umwandlung von PowerPoint in PDF für das Hochladen hier auf der Plattform. Aber ich hoffe dennoch, dass Sie gut verstehen können, was auf die Folien steht. Mein Name ist Gabriela Arias Bravo, wie bereits gesagt wurde, und ich bin in Ecuador geboren und aufgewachsen worden. Tatsächlich bin ich 2011, das ist inzwischen 11 Jahre her, für das Studium nach Deutschland gezogen und wollte ursprünglich nur meinen Bachelorabschluss hier machen. Das habe ich dann auch geschafft im Bereich Kultur- und Medienbildung, aber wollte dann doch noch etwas länger bleiben hier in Deutschland. Und nach meinem Bachelorabschluss in Kultur- und Medienbildung habe ich eben mich erstmal mit ein paar Projekten beschäftigt. Gerade im Bereich Sprachförderung habe ich auch sehr viel mit Jugendlichen und jungen Erwachsenen im Bereich Theater, Film und Medien gearbeitet. Ich habe auch mit Gruppen von geflüchteten Frauen zusammengearbeitet und habe mich dann irgendwann entschieden, Medienentwicklung im Master zu studieren, wodurch ich sehr viele spannende Einblicke bekommen habe in den besonderen Bedarfen, die zielgruppenorientiert sich ergeben können für die Nutzung von Medien. Nach meinem Masterabschluss habe ich dann angefangen, bei der Studienberatung an der Hochschule Darmstadt zu arbeiten. Ich bin auch tatsächlich noch teilweise als Webredakteurin tätig und habe deshalb beide Blicke, also einmal diesen kommunikativen Blick und dann aber auch den direkten Kontakt zu Studierenden, die zu mir kommen, denn mein Schwerpunkt liegt tatsächlich in der Beratung von internationalen Studieninteressierten und Studierenden. Mein Talk heute habe ich wie folgt aufgeteilt. Ich würde erstmal einen sehr kurzen Einblick in aktuellen Zahlen geben, damit wir überhaupt die Thematik zuordnen können. Dann würde ich aber auch gerne aus meiner persönlichen Erfahrung aus der Praxis und aber auch als internationale Studierende damals berichten, was aus meiner Sicht eben die Herausforderungen für internationalen Studierenden sind. Und ich würde dann auch übergehen in den Begriff Empowerment und versuchen, eben eine Verbindung herzustellen zwischen Empowerment und Internationalisierung. Und am Ende gebe ich einen kurzen Ausblick in, was aktuelle Themen und Entwicklungen sind, die vor uns noch liegen. Zu Beginn, die Internationalisierung der Hochschulen ist eine Aufgabe der Bundesregierung und das Bundesministerium für Bildung und Forschung beschreibt das als ein sehr wichtiges Prozess eben und wichtiger als je. Denn das ist nämlich eine große Voraussetzung für die Spitzenforschung und Innovation in Deutschland. Das heißt, Internationalisierung wird oft sehr groß im Diskurs thematisiert. Die Bundesregierung unterstützt eben diese Ziele der Internationalisierung in zwei Säulen, könnte man sagen. Die eine Säule ist Deutschland quasi als internationales Ziel attraktiv zu machen. Und wir werden gleich in den Zahlen sehen, dass das tatsächlich gelingt. Also hier geht es tatsächlich durch Hochschulmarketing, Studierende, aber auch Nachwuchswissenschaftlerinnen und ForscherInnen für die Hochschule, für die Hochschulen in Deutschland zu begeistern. Und die zweite Säule ist natürlich der Versuch,
so viele Deutsche wie möglich für Internationalität zu begeistern, also für internationale Erfahrungen, Austauscherfahrungen, Auslandserfahrungen während des Studiums. Die Zahlen sprechen eigentlich für sich selbst. Wenn wir über die erste Säule sprechen, gibt es aktuell 11,1% internationale Studierende, die an deutschen Hochschulen eingeschrieben sind. Und 92% von dieser Menge haben eine Abschlussabsicht. Das heißt, sie möchten länger in Deutschland bleiben. 76% Zuwachs gab es in den Jahren zwischen 2010 und 2020. Jeweils Wintersemester wurden als Referenz dafür genommen. Das war tatsächlich mehr als doppelt so viel Zuwachs wie die Anzahl an deutschen Studierenden. Sie sehen also, im Bereich der ersten Säule ist Deutschland tatsächlich ein attraktives Zielland für das Studium. Und besonders in Deutschland ist, dass die Studierenden, dass die internationalen Studierenden, die hierher kommen, auch tatsächlich aus unterschiedlichen Herkunftsländern sind. Unter den Top 3 befinden sich China, Indien und Syrien. Aber es gibt auch viel weitere Länder. Ich habe hier erstmal diejenigen genommen, die außerhalb der Europäischen Union liegen. Wenn wir noch ein bisschen weiter schauen, also aktuell ist es so, dass circa 5,6 Millionen Studierenden weltweit überhaupt international mobil sind. Bei den deutschen Studierenden sieht es so aus, dass im Jahr 2019 sind circa 137.900 Studierenden im Ausland waren. Hier ist aber noch nicht unterschieden, ob diese deutsche Studierende im Ausland eben für einen Kurzaufenthalt dort waren oder eben einen Abschluss angestrebt haben. Ja, das ist also eine Mischung und deshalb nochmal mit Vorsicht zu betrachten. Und was aber ziemlich konstant geblieben ist, die Anzahl an Studierenden, also deutschen Studierenden, die in verschiedenen europäischen Ländern im Rahmen des Erasmus-Programms unterwegs sind, da sind circa 40.000 jährlich. Und wenn wir aber über die erste Säule sprechen, auf die ich mich hauptsächlich auch im Rahmen dieses kurzen Vortrags fokussieren möchte, sprechen wir über internationalen Studierenden, die eine Abschlussabsicht hier in Deutschland folgen und die aus einem Land kommen, der außerhalb der EU liegt. Ich unterscheide sehr stark diese Gruppe, weil es hier auch weitere Herausforderungen gibt im Vergleich zu anderen Gruppen, wie zum Beispiel internationale Studierende, die aus Ländern der EU nach Deutschland kommen. Und das werden wir nachher auch nochmal etwas genauer sehen. Und das ist hier eine etwas unschöne Zahl, denn aktuell, also zu Stand 2018, war das so, dass circa 59% aller internationale Bachelorstudierenden ihr Studium leider vorzeitig abbrechen. Deshalb ist es Zeit, über die unschöne Wahrheit zu reden, denn auch wenn die Bundesregierung die Internationalisierungsstrategien im Hochschulbereich unterstützt, sind viele Hochschulen in Deutschland meiner Meinung nach leider noch nicht bereit. Sie sind zwar offen für Internationalisierung, aber vielleicht noch nicht vollständig ausgestattet dafür, um das Ganze auch stemmen zu können. Denn sehr oft wird Internationalisierung aus meiner Sicht nur aus der Oberfläche betrachtet und was dahinter liegt, nicht wirklich wahrgenommen. Denn nicht jeder oder jede kann sich internationale Mobilität aussuchen. Und außerdem kann auch nicht jede oder jeder sich internationale Mobilität leisten. Das bedeutet also, die Gründe, warum sich Personen hier in Deutschland aufhalten, die können sehr unterschiedlich sein. Und das Hochschulmarketing hinsichtlich Gewinnung von internationalen Studierenden richtet sich aber sehr oft an denjenigen, die sich das eben leisten und aussuchen können. Was Deutschland aber oft vergisst, ist, dass sie sowieso attraktiv ist, auch ohne die ganzen Marketingmaßnahmen, und dass sehr viele internationale Studierende sowieso
es hierher schaffen. Jährlich. Daraus ergeben sich häufige Herausforderungen, und zwar im gesamten Studienverlauf und auch sogar schon davor. Die Erkenntnisse aus dieser Folie, die kommen aus einer sehr aktuellen Studie vom DAAD zum Studienerfolg und Studienabbruch von internationalen Studierenden. Die können Sie sich sehr, sehr gerne im Nachhinein auch nochmal anschauen. Ich habe die wichtigsten Erkenntnisse daraus genommen und auch mit meinen eigenen Erkenntnissen aus der Praxis eben verglichen und verknüpft. Und so gibt es hier verschiedene Bereiche, die näher zu betrachten sind. Der erste ist der Bereich der Orientierung, also die ganze Vorbereitungen vor dem Studium quasi in Deutschland. Und da ist es so, dass internationale Studierende leider sehr oft mangelnde Alltagsvorbereitungen und Studienvorbereitungen aufweisen. Und es gibt auch im Ausland leider eher selten Orientierungsmaßnahmen hinsichtlich den passenden Studiengang zu finden oder sogar überhaupt die passende Hochschulform zu finden. Wie Sie wissen, gibt es ja nicht nur Universitäten, sondern eben auch Hochschulen für angewandte Wissenschaften in Deutschland. Das ist aber nicht der Fall in allen Ländern der Welt. Das heißt, diese erste Orientierung darüber, was erwartet mich in Deutschland, ist sehr schwierig vom Ausland aus eben zu bekommen. Das führt eben dazu, dass beim Studienbeginn oft eine Diskrepanz stattfindet zwischen die Erwartungen, die internationale Studierende mitbringen, und die tatsächliche Lebensrealität hier in Deutschland. Hinzu kommen natürlich auch Sprachprobleme. Auch hier kann die Erwartung die Realität oft nicht treffen. Ich spreche aus eigener Erfahrung. Ich hatte tatsächlich 3 Jahre Schuldeutsch, aber auch tatsächlich ziemlich intensiv, und habe sehr viel Deutsch mit meinen Lehrerinnen und Lehrern gesprochen, und trotzdem hätte mich das auch überhaupt nicht darauf vorbereiten können für meine erste Vorlesung, in der ich dann da saß und trotzdem sehr, sehr wenig verstanden habe, denn ich war in der Nähe von Stuttgart und ich hatte leider nicht gewusst, dass dieser Dialekt dort etwas stärker sein würde für mich. Im Studienverlauf ergeben sich eben aus diesen mangelnden Vorbereitungen und aus den Problemen im Studienbeginn auch weitere Herausforderungen. Hinzu kommt es natürlich auch, dass das Studium in Deutschland finanziert werden muss. Und eine Besonderheit bei der Zielgruppe, die ich hier definiert habe, also internationale Studierende aus Ländern außerhalb der EU, ist, dass sie eben eine Aufenthaltserlaubnis für das Studium in Deutschland brauchen. Diese Aufenthaltserlaubnis ist verknüpft mit einem Finanzierungsnachweis, der nicht einmal, sondern eben regelmäßig zu erbringen ist. Und das wissen zwar die Studierende, manche wissen es auch nicht wirklich, wenn sie hierher kommen, dass sie tatsächlich nur maximal 2 Jahre eine Aufenthaltserlaubnis bekommen können. In der Realität sieht es erst so aus, dass meistens eine Aufenthaltserlaubnis für 1 Jahr ausgestellt wird. Das bedeutet also, im schlimmsten Fall muss ich jedes Jahr nachweisen, dass ich aktuell über 11.000 Euro auf dem Konto habe. Das führt natürlich auch zu Stress und emotionale Belastungen, denn die Aufenthaltserlaubnis sieht sich dann gefährdet und somit auch mein ganzes Ziel, hier in Deutschland ein Studium abzuschließen. Wenn man es aber doch so weit schafft, dass es dann Richtung Studienabschluss geht, ist es natürlich als Fremdsprachlerin nicht immer leicht, wissenschaftliche Arbeiten zu verfassen, auch nicht immer leicht, eine Arbeitsstelle zu suchen. An vielen Hochschulen für angewandte Wissenschaften gibt es ein Berufspraktikum, was gegen Ende des Studiums absolviert werden muss. So ist es zumindest bei mir an der Hochschule Darmstadt auch. Und dort sehe ich sehr oft, dass sich internationale Studierende besonders schwer tun, wenn es darum geht, eine Praktikumsstelle zu suchen oder sogar eine Bachelorarbeitsstelle zu suchen. Könnte die Chance im Empowerment liegen? Und jetzt kommen wir zu diesem Begriff, den ich jetzt versuchen möchte, in Zusammenhang mit Internationalisierung zu bringen. Ich habe mich in letzter Zeit sehr viel mit diesem Begriff auseinandergesetzt,
auch aus eigenem Interesse, weil ich über meine eigene Vergangenheit als internationale Studentin hier in Deutschland reflektiert habe und gerade an den Momenten gedacht habe, die für mich sehr hilfreich waren oder in denen ich das Gefühl hatte, dass ich die Autonomie über mich selbst hat und die Selbstbestimmung über mein eigenen Leben eben habe. Und darum geht es auch nach Norbert Heriger, wenn man über Empowerment spricht. Diese Definition kommt tatsächlich eher aus der Ebene der sozialen Arbeit. Und Sie sehen auch dort, es geht sehr viel um Selbstbefähigung und Selbstermächtigung. Es geht aber auch um die Verbesserung der eigenen Lebenssituation, unter natürlich Berücksichtigung der eigenen persönlichen Bedürfnissen und dann aber auch über die damit verbundenen, eventuell zu auftretenden Probleme. Es geht sehr viel natürlich auch um Grundüberzeugungen und um Weltanschauungen, Haltung, Position zu zeigen. Und was mich am meisten interessiert tatsächlich aus dieser Definition ist, sind die Prozesse, die dahinter liegen. Prozesse, die eben auf der gesellschaftlichen Ebene stattfinden oder eben sogar auch auf der politischen Ebene. Und das schauen wir uns nochmal etwas genauer an, denn nach Heriger gibt es nämlich mehrere Ebenen im Empowerment. Es gibt die individuelle Ebene, dann die soziale Ebene, die institutionelle Ebene und die politische Ebene. Und aus meiner Sicht könnte man auch diese Ebenen betrachten, wenn es um Internationalisierungsstrategien im Hochschulbereich geht. Im Bereich der Individualebene müssen wir dafür sorgen, dass die Individuen im Blick sind, dass sie im Mittelpunkt stehen und dass deren Bedürfnisse auch tatsächlich berücksichtigt werden. Das heißt, welche Informationen benötigen die Personen, die sich an einem Internationalisierungsprozess beteiligen? Da spreche ich jetzt nicht nur über die Zielgruppe internationale Studierende, die nach Deutschland kommen. Ich spreche auch über die Kolleginnen und Kollegen, die tatsächlich dann den täglichen Kontakt zu den Studierenden haben werden. Ich spreche auch über die Personen, die dann an den Institutionen arbeiten, die sehr viel mit Studierenden oder mit neu zugewanderten Personen in Deutschland zu tun haben. Auf die Sozialebene muss man natürlich berücksichtigen, welche Netzwerke zur Verfügung stehen für Individuen, damit sie eben eine Unterstützung erfahren. Oft sind diese Netzwerke natürlich aus der persönlichen Ebene, wie zum Beispiel Familie, Freundschaften, aber auf der Sozialebene können auch weitere Netzwerke entstehen, die auch natürlich institutionell unterstützt werden, zum Beispiel Hochschulgruppen und Initiativen. Auf der institutionellen Ebene ist es sehr wichtig zu betrachten, welche Veränderungen Institutionen benötigen, um sich öffnen zu können gegenüber Internationalität und auch sehr selbstkritisch zu betrachten, welche Barrieren entstehen eventuell durch institutionell verankerte Bedingungen. Welche Barrieren gilt es also abzubauen? Auf die lokalpolitische Ebene ist es besonders wichtig, dass auch zugewanderte Personen, Expertinnen und Experten in der eigenen Sache werden, dass sie am politischen Diskurs teilhaben können. Auf der lokal, aber politischen Ebene ist es außerdem sehr wichtig zu erwähnen, dass eben Hochschulen hinsichtlich die Umsetzung von Internationalisierungsstrategien auch sehr wohl politisch unterstützt werden sollten weiterhin, eben durch Mitteln, die hoffentlich auch nicht unbedingt nur zweckgebunden oder befristet sind, sondern eben verankert werden. Denn aus meiner persönlichen Sicht kann Internationalisierung nur gelingen, wenn all diese Ebenen, die Heriger auch aus dem Bereich der sozialen Arbeit für ein erfolgreiches Empowerment beschreibt, wenn all diese Ebenen aktiviert werden. Denn vor uns liegt eigentlich noch einiges an Herausforderungen. Die Entwicklungen in den letzten Jahren lassen uns einiges erfahren. Es gibt eine Studie vom DAAD, aus der klar wurde, dass die meisten, also dass ein Drittel der internationalen Studierenden
über 10 Jahre in Deutschland bleiben. Also sie bleiben tatsächlich langfristig hier in Deutschland. Das könnte aber auch natürlich auf Verzögerungen im Studienverlauf nochmal hindeuten. Deswegen müsste man das etwas differenzierter betrachten. Deutschland befindet sich weiterhin in einem kritischen demografischen Wandel. Der Fachkräftemangel macht sich immer deutlicher spürbar. Das heißt, Deutschland benötigt auch Internationalisierungsmaßnahmen, um den Fachkräftemangel zu beseitigen. Und da ist es so, dass seit 2020 zumindest einige Lockerungen ins Spiel gekommen sind, was Aufenthaltsgesetz angeht. Denn seitdem ist der Fachkräfteeinwanderungsgesetz eben in Kraft getreten. Und aktuell wird wieder darüber gesprochen, nochmal weitere Strategien im Bereich Fachkräftemangelbeseitigung eben festzulegen. Und das könnte sogar Anfang nächsten Jahres schon mal beschlossen werden, denn aktuell ist der Diskurs darum, sehr, sehr hoch qualifizierte Fachkräfte eben aus dem Ausland zu gewinnen. Und welche Bedeutung das eben für Hochschulen haben könnte, wird sich daraus natürlich nochmal zeigen. Außerdem sind die Auslandsaufenthalte von deutschen Studierenden weiterhin konstant hoch geblieben. Und die deutschen Hochschulen machen sich auch nochmal etwas stärker in Europa. So ist es zumindest bei uns an der Hochschule Darmstadt durch eine Initiative, die nennt sich EUT Plus, versucht man eben, sich mit anderen Hochschulen europaweit zu verknüpfen, um die Mobilitätszahlen zu erhöhen. Und natürlich ist wichtig zu erwähnen, dass die weltweiten Krisen, die weiterhin bestehen und leider in letzter Zeit verstärkt auftreten, Klimawandel könnte natürlich auch nochmal hier in Fokus gelegt werden, die werden weiterhin dazu führen, dass internationale Mobilität notwendig ist. Und wie ich am Anfang erwähnt hatte, nicht jeder kann sich eben aussuchen, ihr Heimatland zu verlassen, und nicht jeder kann sich das aber auch leisten oder schafft diesen Sprung dann auch. Ein paar Gedanken möchte ich noch zum Ausblick hier reinbringen. Einmal ein Zitat von Steve Maraboli. Es geht um Empowerment nochmal als Fähigkeit, also nochmal auf Englisch, to refine, improve and enhance your life without codependency. Und dieser Codependency ist besonders wichtig, denn es ist für Personen, die sich in diesen Prozessen befinden, nicht immer leicht, eben unabhängig zu handeln. Ja, also wirklich selbstbestimmt die Informationen zu finden, die sie benötigen, um Dinge im Alltag zu erledigen. Ich weiß, dass vieles, wovon ich heute gesprochen habe, in diesem doch sehr kurzen Vortrag, sich vielleicht etwas idealistisch anhören mag. Und deshalb habe ich auch noch einen zweiten Zitat zum Schluss mitgebracht. Auch wenn wir das Thema Empowerment mit Internationalisierung verknüpfen, heißt das nicht, dass wir eines Tages ein Ideal erreichen werden. Aber man kann sich dennoch an diese Struktur vielleicht orientieren, wenn man Internationalisierungsziele festlegt und das auch natürlich damit ernst meinen möchte. Zum Schluss möchte ich sagen, dadurch, dass die Zeit hier doch ziemlich begrenzt ist, lassen Sie uns einfach weitersprechen, wenn Sie in Kontakt bleiben möchten. Fügen Sie mich zum LinkedIn ein und Sie können mir aber auch sehr gerne eine E-Mail schreiben. Die werde ich auch gleich in dem Chat nochmal posten, damit wir einfach nochmal den Diskurs aufrecht erhalten und über weitere Möglichkeiten oder Dinge sprechen, die eben hinsichtlich der Internationalisierungsstrategien von Hochschulen definitiv berücksichtigt werden sollten, wenn aus einem Strategiepapier eben tatsächlich eine Handlung folgen soll. Ich sage schon mal vielen, vielen Dank fürs Zuhören und stelle Ihnen gerne für ein paar Fragen jetzt noch 5 Minuten zur Verfügung. Ja, ganz vielen Dank. Ich sehe auch ganz viele Emojis mit klatschenden Händen. War sehr, sehr spannend, diese Einblicke auch zu bekommen. Wenn Sie Fragen haben, können Sie die gerne in den Chat schreiben.
Alternativ gibt es auch die Möglichkeit, dass Sie die Hand heben, dann kann ich Ihnen auch Speaker Permissions geben, dann nur der Hinweis, dass Sie dann in der Aufzeichnung auch auftauchen. Genau, ansonsten gerne im Chat. Und ich sehe, Gabriela hat gerade noch Ihre E-Mail-Adresse geteilt, genau, um in Kontakt zu bleiben. Und ansonsten ist es auch möglich, über die Plattform heute im Laufe des Tages nochmal den Kontakt zu suchen. Da können Sie alle, die jetzt dabei waren und die SpeakerInnen auch direkt anschreiben. Ganz genau. Vielleicht kommen ja auch die Fragen im Nachhinein erst, nachdem die Reflexion eingetreten ist. Und von daher schreiben Sie mir gerne eine E-Mail oder lassen Sie uns, wie gesagt, einfach per LinkedIn in Kontakt treten. Dann herzlichen Dank und auf jeden Fall auch vielen Dank für den tollen technischen Support hier. Und ich wünsche auf jeden Fall noch weitere interessante Vorträge im Laufe des Let's Talk Campus. Super, ich sehe gerade im Chat kommt noch eine Frage rein, nämlich welche Bedeutung hat für Sie das Thema Service Learning im Zusammenhang mit Empowerment? Oh, vielen Dank für diese sehr spannende Frage. Also für mich hat das tatsächlich eine sehr, sehr hohe Bedeutung, denn sehr oft aus meiner Sicht wird nur die eine Seite von Internationalisierung betrachtet, nämlich die Seite der Person, die nach Deutschland kommt, die erste Säule, die ich vorgestellt hatte heute. Und ich finde aber, es ist eine Aufgabe der Hochschulen, also der institutionellen Ebene, wenn wir über diesen Empowerment-Begriff sprechen. Es ist eben eine Aufgabe der institutionellen Ebene, die beteiligten Personen am Prozess vorzubereiten, dafür zu sensibilisieren. Also sprechen wir einfach mal über Sensibilität dafür, dass es verschiedene Realitäten gibt, dass es verschiedene Gründe gibt, warum eben Personen vielleicht ein Studium in Deutschland oder einen Abschluss in Deutschland überhaupt anstreben. Und es ist wichtig, auch diese Personen, die im Servicebereich tätig sind, die den ersten Kontakt zu den Personen haben, nicht nur in Hochschulen, sondern Ausländerbehörde zum Beispiel, Anmeldebehörde, Stadt Darmstadt, Stadt oder weiteren Institutionen auf Deutschland-Ebene. Es ist wichtig, diese Person im Servicebereich damit auszustatten, mit den Tools, die sie benötigen, um Personen tatsächlich zu ermöglichen, hier ihre Anliegen selbst bestimmt auch durchführen zu können. Und noch eine Frage bzw. Hinweis. Kennen Sie das Hochschulnetzwerk Bildung durch Verantwortung? Dieses Netzwerk möchte Service Learning an Hochschulen etablieren, auch für internationale Studierende. Vielen Dank. Das ist mir tatsächlich neu, aber ich werde nachschauen, dass ich mich vielleicht damit in Verbindung setze. Denn ich finde, wenn man darüber spricht, was es alles an Themen gibt, die interessant im Zusammenhang mit Internationalisierung sein könnten, dann ist Vernetzung ein sehr wichtiger Baustein. Also vielen, vielen Dank auf jeden Fall auch für diesen Hinweis. Und ich schaue noch mal kurz. Es gibt, glaube ich, keine weiteren Fragen. Genau, ich glaube, das waren erstmal die Fragen aus dem Chat. Wie gesagt, die Kontaktmöglichkeiten haben wir weitergegeben und dann würde ich Ihnen an dieser Stelle danken, dass Sie mit dabei waren. Danke an Gabriela für den interessanten Vortrag. Und genau, dann können Sie oben rechts auf den Button zurück in die zur Lobby klicken. Und wir haben eine kleine Pause als nächstes, in der Sie aber auch auf der Seite hier noch ganz viele andere Aktivitäten finden, auf die Sie klicken können. Und dann geht es weiter um 10.30 Uhr mit den nächsten Vorträgen. Viel Spaß dabei. Bis dann. Vielen Dank. Tschüss.